Seine Gedanken über dich. Was denkt dein Gegenüber aktuell über dich? Ich habe vier Fragen, auf die werde ich heute legen. Sehr, sehr spannend. Und zwar, wie denkt er über dich als Mensch aktuell? Was denkt dieser Mensch über die letzte Begegnung von euch, den letzten Kontakt, den ihr hattet? Was sind seine Absichten in Zukunft in Bezug auf dich? Und ganz zum Schluss werde ich noch eine Botschaft direkt von ihm an dich legen. Quasi seine Worte an dich, jetzt gerade. Das wird heute sehr, sehr aufschlussreich. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast hier im Team Sunshine. Ich bin die Sunny, lege jeden Tag für euch die Karten und wir schauen jetzt mal rein. Ich gucke mir die Situation jetzt an und hier zeigt sich unterm Deck doch schon der König der Kelche. Das ist für mich schon ein Anzeichen, dass der Mensch, dein Gegenüber, Gefühle für dich hat. Es ist nicht so, als wärst du ihm gleichgültig. Es ist nicht so, als würde jemand sagen, ist mir alles egal oder ich denke gar nicht mehr an sie. Im Gegenteil, du bist noch Thema in seiner emotionalen Welt. Da schauen wir jetzt tiefer rein und ich freue mich, wie gesagt, abonniere gerne meinen Kanal, dann bist du ab heute jeden Tag dabei. Am Wochenende gibt es auch Videos von mir für Kanalmitglieder, schaut auch gerne dort vorbei. Und dann sei deinem Team Sunshine, die Truppe, die nie ihr Lächeln verliert. Ne? Ja, oftmals ist so ein Seelenprozess schwierig, aber wir stehen das durch. Aber wir stehen das durch. In diesem Sinne bitte ich um klare Botschaften bitte für mein Team Sunshine. Du und diese Person, klare Botschaften bitte. Denk jetzt an diese Person. Seine aktuellen Gedanken über dich als Person. Was hält dieser Mensch aktuell von dir? Was hält dieser Mensch von dir? Heute bei WhatsApp habe ich euch auch bei der Tagesbotschaft eine sehr spannende Energie durchgegeben. Und da könnt ihr übrigens auch gerne folgen. WhatsApp, Telegram, da habe ich auch einen Kanal, den kann man einfach abonnieren. Und dann bekommt man, ja, wie hier auf YouTube, die neuesten Sachen von mir angezeigt. Der Ritter der Schwerter. Ich habe das Gefühl, hier ist eine Stressenergie zwischen euch beiden. Ja, der Teufel. Fünf der Kelche. Ach, ach, ach. Ja, der liebe Herr, auf den ich heute legen darf. Für einige wird es vielleicht auch eine Frau sein. Dann denkt euch das Er bitte in eine Sie um. Dieser Herr trauert dir nach und versucht das Ganze auszublenden, zu ignorieren, wegzudrücken, aber für die meisten sich abzulenken. Denn mit dem Ritter der Schwerter wirkt hier aktuell eine sehr stressige Energie, viel zu tun. Mit dem König der Münzen habe ich hier die Arbeit drin. Ich konzentriere mich gerade total auf das Weltliche. Dieser Mensch sagt, hier ist eine ganz starke Anziehungskraft in ihre Richtung, aber ich versuche mich abzulenken. Vielleicht wirklich mit Joggen gehen, mit Sport, man geht ins Fitnessstudio, hat sich vielleicht irgendein Hobby angeeignet oder guckt total viel Netflix im Moment. Für einige habe ich hier tatsächlich auch mit dem Teufel Konsum, womit man sich ablenkt. Übermäßig Alkohol, irgendwelche anderen Dinge, die man vielleicht auch raucht, kommt mir rein. Aber auch viel Essen, Junkfood, ausgehen, Party machen, also Dinge, Spielothek, Shisha-Bar kommt mir rein. Dinge, womit man sich halt eben ablenkt. Ja, er liegt hier deutlich als Single drinne. Ein König der Münzen. Dieser Mensch könnte aktuell sehr karriereorientiert sein. Ja, und sich hier einfach mit Materiellem beschäftigen. Ablenkung. Gib mir irgendetwas, damit ich diese Gefühle nicht höre. Damit die Stimmen in mir nicht lauter werden. Ja, Hauptsache, ich habe hier irgendwas vor Augen. Also es könnte wirklich sein, dass dein Gegenüber hier dauerhaft Besuch hat, draußen ist, mit den Jungs unterwegs ist oder wirklich einen Hund hat und mit dem in den Wald geht, ja. Sportarten kommen rein. Man will das verdrängen. Man will vergessen, was war, was man verloren hat. Schaut mal, mein Stimmungsring, wie wunderschön. Und mit dem Ring daneben, ist das nicht herrlich? Hier ist gerade eine Synchronizität vorhanden. Ja, das Universum möchte mir sagen, das ist richtig. Mein Stimmungsring,
Gibt es auch in meinem Online-Shop. Ich glaube, in diesem Moment tragen den sehr viele aus dem Team Sunshine. Ich habe euch lieb, Leute. Hier ist was verloren gegangen mit den 5 der Kelchen. Ja, das ist ein Verlust. Und zwar auf Kelchebene. Kelche im Tarot gleich Emotionen, Liebe, Gefühle. Man hat einen lieben Menschen verloren. Man hat vielleicht auch die Situation mit dir vergeigt. Man hat dich ziehen lassen und bereut es jetzt. Hier ist irgendeine Art von Verlust. Diesen Verlust möchte man aber gerade nicht spüren. Nein, man möchte ihn übertünchen. Für einige kommt mir rein, dieser Mensch hat einige One-Night-Stands. Versucht sich einfach abzulenken. Ja, versucht das alles zu verdrängen. So ist er gerade drauf in Bezug auf dich als Mensch. Er vermisst dich. Schaut mal das Gesicht dieser Dame. Traurig. Da fließt eine Träne runter. Ja, man ist noch gar nicht bereit, sich hier hinten auf diesen neuen Weg zu konzentrieren, sich wahrhaftig auf was Neues einzulassen oder einfach weiterzumachen im Leben, weil man ist noch beschäftigt mit dem Trauern. Man ist noch mit dem Kelch hier zugange. Man guckt der Vergangenheit noch hinterher, statt sich auf was Neues zu konzentrieren. Es könnte sein, dass du und dieser Mensch 4 Anläufe gehabt haben, euch 4-mal begegnet seid im Leben oder 4 Jahre Beziehung hattet oder einfach so auf jeden Fall eine öftere Anzahl von Versuchen. Ja, und es hat vielleicht nicht geklappt. Ja, man ist traurig. Ich sag mal so, dieser Mensch ist noch nicht darüber hinweg. Was sagt dieser Mensch zu eurer letzten Begegnung? Wenn er oder sie an die letzte Begegnung, ob das jetzt in Real Life oder per WhatsApp der Fall war, ganz egal. Das letzte Mal, als ihr gesprochen habt, was sagt dieser Mensch über diese Situation? Vielleicht auch die letzte Woche, in der ihr Kontakt hattet, so die letzte Zeit. Oh, ist das schön. Er denkt viel daran. Der Einsiedler. Man reflektiert. Kopfkino. Der Einsiedler, der Name sagt schon, wenn dieser Mensch alleine ist, mir kommt abends im Bett rein. Oder wenn es einfach ruhig ist in der Wohnung. Ja, wenn so diese Stille aufkommt, die ihr eigentlich versucht zu vermeiden. Ja, wenn die Stille aufkommt, die ihr ja so stark versucht zu umgehen, dann bist du Thema. Dann denkt er an dich und dann verheddert er sich manchmal sogar in so einem Kopfkino. Ja, dass er dann wirklich kurzzeitig abstinent ist. Leute, für einige kommt mir rein, wirklich ein Getränk oder irgendwas zu rauchen. Vielleicht ein Balkon, man schaut so in die Ferne oder jemand fährt mit dem Auto, mit dem Motorrad abends rum, geht nochmal eine Runde joggen und da sind diese Gedanken sehr präsent bei deinem Gegenüber. Oder in der Mittagspause sitzt man irgendwo alleine auf einer Parkbank und denkt, man denkt an alte Zeiten und die waren locker, die waren abenteuerlustig, die waren erheiternd, die waren leicht. Leicht. Ich habe das Gefühl, ein Sommer könnte eine Rolle spielen. Hier kommt mir Leichtigkeit rein. Mir kommt Musik rein. Ich höre Musik. Ich sehe lächelnde Blicke, Augenpaare, die sich treffen. Hier ist so eine ganz leichte, unkontrollierte Stimmung, weil man musste nichts kontrollieren. Das hat einfach geflowt. Ja? Man hat sich gut gefühlt mit den 4 der Stäben. Und daran denkt er oft zurück und wow, Ass der Kelche. Er hat's geliebt. Er hat's geliebt. Kurz und knapp. Die Frage lautet, was denkt er über die letzte Begegnung, über euren letzten Kontakt? Er hat's geliebt, als die Dinge gut waren. Ich rede jetzt nicht von einer Situation, wo ihr dann zuletzt einen ultimativen Streit hattet oder so, sondern an den letzten schönen Tag gemeinsam. Also das ist wirklich hier sein Herz. Ich höre, mein Herz hat geschlagen. Ich war nervös. Ich war voll dabei mit meinem Herzen. Vielleicht wart ihr auch irgendwie aktiv in irgendeiner Form. Kann nur das Joggen gewesen sein, ne? Ihr wisst schon. Und sein Herz hat geschlagen, hat Stolperer gemacht. Also hier war wirklich viel Gefühl im Spiel. Und daran denkt man. Schau mal, man schließt die Augen und kann diesen Moment riechen.
Man kann die Musik hören, die an diesem Tag gespielt wurde. Man kann diese Gefühle noch einmal nachvollziehen und kriegt so ein kleines Grinsen auf dem Gesicht, wenn man daran denkt, was ihr für eine Zeit gemeinsam hattet. Wow. Diese Zeit mit dir könnte diesen Menschen sehr geprägt haben, kommt mir rein. Das ist etwas, was einen starken Fußabdruck hinterlassen hat. Ja, ich höre, sie hat Spuren hinterlassen. Ja, du hast so wirklich, als würde man in den Schnee treten und boom, da ist so dieser Abdruck. Wow. Ja, wir schauen weiter. Welche Absichten hat dieser Mensch für die Zukunft mit dir? Jetzt wird's spannend. Jetzt in diesem Moment, wenn er an dich denkt, was sind seine nächsten Absichten? Ja, es geht hier nicht um die ultimative Zukunft, sondern in nächster Zeit. Was sind aktuell seine Absichten in deine Richtung? Denn er trauert dem Ganzen noch hinterher, er denkt oft an dich, er hat ein starkes Verlangen in deine Richtung, ist aber wirklich ein König der Münzen. Das ist oftmals ein sehr, sehr fleißiger Single-Mann. Ja? Hauptsache die Finanzen stimmen, Hauptsache man kann sich ein schönes Auto leisten. Sehr materialistischer Mensch, auch ein sehr sicherer Mensch, der hat alles im Griff, stabil. Oh. Seine Absichten für die Zukunft. Da fällt der Page der Kelche. Was haben wir eben gelernt? Kelche sind Gefühle. Und der Page macht ein Angebot. Hier kommt ein liebevolles Angebot. Er denkt über ein liebevolles Angebot nach. Ja, dieses kleine Schweinchen, sage ich immer, es hat Flügel. Ja, Schweinchen haben keine Flügel, deswegen ist das hier so ein bisschen. Er denkt über etwas nach, was vielleicht so ein bisschen risikoreich ist, absurd ist, so ein bisschen unmöglich ist auch, ja. Vielleicht meint man, euer Zug wäre abgefahren, aber was ist denn wenn? Was ist, wenn ich noch mal auf sie zugehe? Hier ist wirklich ein süßer Gedanke, das Unmögliche möglich zu machen. Ja, dieses kleine Schweinchen noch mal zum Fliegen zu bringen. Ich höre diese Flügel, diese Schmetterlinge im Bauch. Ich will noch mal diese Schmetterlinge im Bauch mit ihr. Ich will sie. Noch einmal höre ich. Page der Kelche, also seine Absichten, ein liebevolles Angebot, eine Einladung. Ein Date, eine Nachricht, ein Telefonat, ein Blumenstrauß, den man schickt, irgendein heimliches Geschenk, was auf einmal vor deiner Tür liegt, irgendwie sowas. In Zukunft. Dieser Mensch steht aktuell noch ein bisschen zwischen den Stühlen, soll ich dir sagen. Ich habe das Gefühl, es geht um seine Zukunft. Oh, mir kommt was rein. Dieser Mensch ist gerade stark mit Zukunftsplänen beschäftigt. Vielleicht ist dein Gegenüber gerade unterwegs auf Reisen, Geschäftsreisen, Weltreise, irgendeine persönliche Reise, ein Urlaub und kann danach zum Beispiel erst. Für andere habe ich hier, es geht um meinen Lebensweg, sagt er. Ich muss das und das erst erledigen, denn beides gleichzeitig kann ich nicht. Ich kann das mit dir. Und dieser anderen Sache nicht gleichzeitig. Denn beides hat eine große Aufmerksamkeit für mich. Und ich kriege das nicht unter einen Hut, sagt dieser Mensch. Oder es schließt einander aus. Zum Beispiel bin ich mit der Person, dann kann ich nicht mit der Person sein. Hier geht es um irgendetwas in der Zukunft, was abgeschlossen werden muss. Oder aber er will sich scheiden lassen und sagt, wenn die Scheidung durch ist, dann kann ich mir vorstellen, hier wieder auf dich zuzukommen. Hier ist eine liebe Absicht seitens dieser Person in Bezug auf dich, aber irgendetwas auf seinem Weg muss noch fertig gemacht werden, vollendet werden, abgeschlossen werden, erreicht werden, höre ich. Es kann auch ein Herzensprojekt sein, wo dieser Mensch sagt, nein, ich habe mir gesagt, ich bleibe Single, bis ich das hier von meiner Bucketlist gestrichen habe. Oder aber jemand hat zum Beispiel eine Sucht, eine Abhängigkeit und er sagt, ich muss erst diese Sucht bekämpfen, diesen Entzug machen und dann kann ich mich bei ihr melden. Also ihr versteht, worum es mir geht, ja?
ist immer wichtig, dass die Energie hier ankommt. Jetzt habe ich gerade das Verlangen, mein pinkes Deck zu nehmen. Verborgene Antworten. Alle meine Decks, auch das von Chris Ann, meine Decks, ist immer alles verlinkt hier unter dem Video, falls ihr ja da irgendwas nachshoppen möchtet. Eine Botschaft bitte. Wow. Er ist gefangen. Dieses andere, was erst erledigt werden muss, ist quasi das hier. Ja, das ist quasi etwas, was ihn beschränkt, was ihn hindert. Das ist der eine Stab. Damit ist er jetzt gerade beschäftigt. Ja, den hat er jetzt gerade aktiv in der Hand. Daran arbeitet er, das macht er. Und wenn er damit fertig ist, dann kommt das liebevolle Angebot. Ich habe eben gesagt, der Page der Kelche ist ja, ne, die liebe Einladung, das Geschenk vor deiner Tür, die Blumen oder irgendetwas Liebevolles. Und jetzt schaut mal, dieser Mann hier steht hier mit einem dicken Rosenstrauß. Symbolisch ist dir dieser Mensch wirklich sehr, sehr gut gestimmt, sehr gut zugewandt, in einer guten Energie in Bezug auf dich. Selbst wenn ihr euch gestritten habt, die aktuelle Energie von diesem Menschen ist Wohlwollen. Entweder ist hier jemand wirklich frisch verliebt, ja, und kann nicht genug von dir kriegen, sehnt sich schon nach dir, oder aber jemand ist vielleicht auch in einer Entschuldigungsenergie. Wie auch immer. Hier ist ein Schritt auf dich zu. Raus aus seinem Versteck, denn er kann dich beobachten aus diesem Knast heraus. Und ich finde das gerade sehr bezeichnend, meine Lieben, denn ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin verliebt. Schaut mal, Ass der Kelche. Ich habe vorhin von einem Herzschlag geredet, von Gefühlen. Es war wunderschön. Dieser Mensch ist verliebt. Er empfindet Liebe für dich. Zum anderen, seht ihr diese Jalousien? Und er guckt nur durch die Jalousien durch. Er guckt nur durch die Stäbe durch. Dieser Mensch, ich könnte schwören, kann gerade nicht zu dir. Er kann nicht. Entweder ist hier im Weltlichen, im 3D, tatsächlich irgendetwas, was euch trennt, faktisch, zum Anfassen, oder aber es ist etwas auf psychischer Ebene, im 5D. Hier ist eine Grenze zwischen euch. Hier ist keine Möglichkeit für ihn, an dich heranzukommen. Das kann jetzt gerade so vieles sein. Du bist zum Beispiel vergeben. Oder aber, ihr wohnt in verschiedenen Ländern, man hat kein Geld fürs Flugzeug. Oder aber, er, wie gesagt, ist abhängig und ist in einer Entzugsklinik. Oder aber, er ist wirklich im Gefängnis. Oder aber, er ist vergeben mit Ehefrau und Kindern, allem drum und dran und schafft es nicht, sich zu lösen. Oder. Er ist gerade völlig auf seine Karriere fokussiert. Egal, was es ist. Seine Augen und Aufmerksamkeit sind auf dieser Münze. Auf der Münze. Die Münze ist symbolisch das, womit er beschäftigt ist. Kann auch eine Person sein, was auch immer, wie gesagt. Die Münze, die er dort anstarrt, ist der Stab, den er hier festhält. Er ist gerade mit seinem Blick, mit seiner Energie auf einer ganz bestimmten Sache und dabei geht es höchstwahrscheinlich um seine Zukunft. Das ist sehr wichtig, soll ich dir sagen. Es ist nicht unbedingt persönlich, dass dieser Mensch jetzt gerade nicht bei dir ist. Er denkt an dich, schwelgt in Erinnerungen, er vermisst dich und er liebt dich. Sogar der Grund, warum er gegangen ist, könnte das hier gewesen sein. Vielleicht weißt du nichts davon. Die Münze kann auch Schulden sein, finanzielle Probleme, gesundheitliche Probleme, psychische Probleme, Beziehungsprobleme. Das kann alles sein. Wow. Und hier zwischen seinen Stäben aus dem Knast heraus beobachtet er dich. Leute, es kommt mir rein, Fake-Profile, ne? Instagram, Facebook. Man beobachtet dich unter einem Synonym, unter einem Fake-Namen. Da auf einmal schreibt dir die Gabi83. Und dann ist das aber gar nicht die Gabi, ja, sondern er. Er hat vielleicht sogar sich die Mühe gemacht, soll ich dir sagen, ein Profilbild von Google rauszusuchen, von irgendeiner Frau. Aber er versteckt sich dahinter.
Also wenn du komische Nachrichten bekommst oder Anrufe, wo keiner was sagt, ja, das ist er. Er ist sehr interessiert und könnte auch stark eifersüchtig sein, weil du bist seins. Er ist dein Verehrer. Dieser Mensch hat die Verehrerenergie aktuell, ja. Er sagt auch, du bist wunderschön, optisch. Sexuelle Anziehungskraft, der Teufel, Ass der Kelche, das ist tiefes Liebesgefühl. Das ist Wahnsinn. Leute! Ich hätte gerne eine Lenny. In Bezug auf seine Absichten, wollte ich sagen. Das Universum sagt, na, habt das denn nicht verstanden? Na, habt das denn nicht verstanden, was wir euch sagen wollen? Dann schicken wir halt noch einen Blumenstrauß. Dann wiederholen wir uns halt, sagen deine Engel. Was sind seine Absichten? Die Blumen in den Lennys. Ein Geschenk. Ein schöner Schritt auf dich zu. Irgendetwas, was dich zufriedenstellen wird. Hier ist eine nette Geste, hier ist eine Einladung, hier ist ein Geburtstag kommt mir rein. Man könnte sich auch zum Geburtstag melden oder auf einem Geburtstag könnte man sich begegnen. Blumen sind eine Geste der Liebe. Und diese plant er dir irgendwie zu übergeben. Es kann auch sein, dass du eine Nachricht kriegst mit einem Blumen-Emoji, ja? Oder wirklich heimlich auf deinem Schreibtisch auf der Arbeit stehen auf einmal Blumen. Münzt es euch bitte um. Ich höre, ein Blumentattoo könnte eine Rolle spielen. Vielleicht als Doppelbestätigung für jemanden. Wir schauen jetzt weiter. Und zwar seine Worte an dich. Oh, die Liebenden. Habt ihr sie gesehen? Ass der Stäbe. Ah! Das gibt's doch nicht. Ach, herrlich. Ich lieb's. Ach, ist das schön. Ach, guckt euch das an. Na, na, na. Die Liebenden, Twin Flame Energie kommt mir rein. Könnte sein, dass das hier bei euch der Fall ist, dass ihr da drinnen steckt. Mein Twin Flame E-Book verlinke ich euch mal hier unter dem Video. Sehr, sehr spannend, dass man vielleicht weiß, wo man da drinnen steckt und warum es so kompliziert ist. Zwei der Kelche, Versöhnungsenergie, ein Miteinander, Speichel austauschen. Sorry, sollte ich genau so sagen. Speichel, Körperflüssigkeiten austauschen, Liebe leben, im Flow sein, miteinander schwingen, miteinander tanzen, miteinander lachen. Die zwei der Kelche ist das Miteinander. Hauptsache mit dir. Ass der Stäbe, das ist die Chance, die jemand überlegt zu nutzen. Jemand denkt ganz, ganz stark an dich. An die Gefühle, die man hat und wie man sie kommuniziert oder leben kann. Wie man Verantwortung übernehmen kann für das Ganze hier. Es geht hier um einen Schritt. Seht ihr diese Figur, die er in der Hand hält? Dein Gegenüber hat schon eine Strategie. Das kommt mir rein. Jemand hat einen Plan. So ein Herrscher, ne? Der hat ja meistens wie so ein König so eine Herrschaft, also ein ganzes Volk unter sich. Und ich habe das Gefühl, der Plan steht. Ja, man hat die Figur schon in der Hand. Man muss sie jetzt nur noch auf dem Spielfeld setzen. Man muss das, woran man da denkt, woran man stark denkt, mit dem Ass der Stäbe, was hier gerade noch lag, das muss man umsetzen, in die Tat umsetzen, damit diese Begegnung hier zustande kommt. Es ist übrigens er, der etwas tun möchte. Das ist ihm bewusst, soll ich dir sagen. Er ist an der Reihe. Und sobald es geht, sobald diese andere Sache, die Münze, sobald er das fertig hat, wird die Figur gesetzt. Sprich, kommt Aktivität. Wird der Blumenstrauß überreicht? Wird die Geste, die liebe Geste in deine Richtung umgesetzt? Das, woran man da denkt. Abschließend, seine Worte an dich. Das wird auch nochmal spannend. Und für diese konkrete Botschaft nehme ich jetzt mein Deck Verborgene Geständnisse. Und wir schauen jetzt einfach mal, welches Geständnis möchte dir dieser Mensch jetzt noch machen. Das ist jetzt 1:1 eine Energie von ihm,
Die werde ich auch nicht deuten, sondern die kommt von deinem Gegenüber selbst. Denk jetzt mal an diese Person. Schließ die Augen. Stell dir vor, wie dieser Mensch aussieht. Verbind dich mit ihm. Geh in dein Herzchakra. Aktiviere euer Band. Sag den Namen laut. Und ich bitte um klare Botschaften. Klare Botschaften bitte von dieser Person. Für dich. Was darf die Person, die jetzt zuhört, zuschaut, wissen? Eine Botschaft von diesem Gegenüber. Abonniert meinen Kanal, meine Lieben, falls ihr heute in Resonanz gegangen seid. Kostenlos. Und dann sehen wir uns morgen auch wieder. Zur neuen Botschaft von ihm. Von ihr. Rote Rosen könnten eine Rolle spielen. Der Duft von Rosen, ein Rosentattoo. Ablenkung. Ich habe versucht, dich zu vergessen. Doch es klappt nicht. Ich habe versucht, einen neuen Weg einzuschlagen, bereit zu sein für einen neuen Weg, aber es klappt nicht. Ich denke immer zu an das, was war mit dir. Ich versuche, mich abzulenken. Immer diese stressige Energie aufrechtzuerhalten. Zu versuchen, dich zu vergessen, aber wie könnte ich das? Wie könnte ich das hier, das zwischen uns, diese Gefühle, diese Blicke, dieses Herzklopfen. Wie könnte ich es vergessen? Ich weiß es nicht, es klappt nicht. Ich kann dich nicht vergessen. Auch wenn du Vergangenheit bist, bist du immer noch in meiner Gegenwart. Ego. Ich bin zu stolz, um zuzugeben, dass ich falsch lag. Ich, der König der Münzen. Das Ego pur. Materialistisch. Männlich. Es fällt mir schwer, diesen Fehler einzugestehen. Wenn du wüsstest, was ich in mir fühle. Wenn du wüsstest, was ich wirklich fühle. Eine letzte Botschaft. Eines Tages werden wir uns wiedersehen. Eines Tages, wenn ich das hier erledigt habe, ich weiß es schon, ich schaue aus dem Fenster und ich weiß schon, was ich mache, wenn ich das hier fertig habe. Ich weiß, was ich dann mache. Dann werden wir uns wiedersehen. Ganz, ganz sicher. Mein Lieben, das war meine Energie für euch. Ich freue mich, wenn ihr ja, ins Team Sunshine kommt, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das ist eigentlich das größte Geschenk, was ihr mir machen könnt als Energierückfluss. Ansonsten liked das Video für euch selbst. In dem Moment zeigt ihr dem Universum, ja, claim. Ich claime die Energie, ich bestätige die Energie. Ich bin heute in Resonanz gegangen, ich nehme an. Und ansonsten freue ich mich auch über eure Kommentare. Das ist immer wunderschön zu lesen, eure Geschichten. An welchen Punkten der Legung ihr in Resonanz gegangen seid, schreibt mir einfach. Vor allen Dingen ist es so schön, dann lese ich mal eure Namen, sehe eure Bilder und sehe, welche im Team Sunshine ist. Das ist doch das Tollste. Meine Lieben, wir sehen uns morgen
wie gewohnt zum Daily Date. Morgen Abend ist es wieder soweit. Ich schneide abends immer rein. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr geschaut habt. Ich drücke euch und sage niemals vergessen, always smile and shine.